Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 1 Staffel 2. Ja, in der letzten Folge haben wir den Ausgang gefunden. Scheiße, die Karte kann man nicht bewegen. Aber ich glaube, dass wir so einen komischen Stein brauchen, den wir in den, mein Gepäck ist in den Sockel da tun müssen, einschmeißen, einschmettern müssen. Und ja, da ist mir aufgefallen, dezent, ja, wir haben hier keinen Stein. Wow. Super. Aber wo war der? Die einzigste Möglichkeit wäre noch... Komisch. Ich bin sprachlos. Oh Gott. Wo ist dieser verkackte Stein? Toll. Ich geh gleich mal kurz in da durch, weil. Nee. Also wirklich, wenn ich jetzt ruhiger bin, ich finde es komisch. Richtig komisch. Halten wir uns rechts. Oh, kleine Muschis. Little Muschis are everywhere. Gut, dann retten wir euch. Mein Gepäck ist voll. Da lang. Wo lang? Wo? Ich bin mir nicht mal mehr ganz sicher. Ich weiß auch nicht, wo die der Stein ist, falls wir oder wir müssen meine Fresse. Hier steht doch Portal zum Glyphenraum. Ich glaube, ja, dann laufen wir hier lang, glaube ich. Und hier irgendwie. Mein Gepäck ist voll. Mein Inventar ist voll. Nein. Schmeißen wir hier einfach mal den komischen Helm hier raus. Und nehmen dafür die Glyphe mit. Klar, machen das wieder zu. Und eisig. Hey, oh, mir wird ganz kalt. Super. Die Folge. Die endet jetzt hier mal. Weil ich mir vergessen habe, die Uhr zu stellen und ich muss aufs Klo. Also, bis dann, tschö. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu
Let's Play Torchlight 1 und ja, ich weiß das gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind im letzten Part, weil das ist jetzt auch schon knapp eine Woche her. Und ja. Ach ja, jetzt weiß ich, wir sind durch dieses, durchs lilane Portal gegangen und jetzt, da war ich sehr verpeilt. Und ich weiß nicht wieso. Und jetzt gehen wir mal durchs gelbe Portal. Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt nur irgendwie ein, zwei Folgen auf, vielleicht auch drei, weil gestern viele aufgenommen, fünf Folgen, allerdings nicht Torchlight, sondern ein neues mein Gepäck ist voll. Projekt, das ich jetzt nicht verraten will, nicht irgendwie spoilern oder so und demnach, ja. Dann, mein Inventar ist voll. Ja, aber dieses Spiel, das. Ja, nee, das sage ich nicht, sonst spoiler ich wieder was. Hier schön verzaubern. Ich sage einfach nichts zum Film. Rüstung. Klatsch mal. Das mal drauf. Und wenn ich mich jetzt so ein bisschen lustlos anhöre, das liegt nicht daran, dass ich lustlos bin, sondern einfach nur extrem müde. Ja. Und ja, demnach. Quest erfüllt. Dann würde ich sagen, wir reisen doch gleich auch mal wieder zurück in die Stadt. Und ja. Gott, ich gehe gleich schlafen. Ich nehme nur die Folge auf und dann. Fuck. Timer vergessen zu stellen. Später. Timer stellen. So, jetzt. Dann gehen wir gleich zum Brink und verkaufen den ganzen Ramsch. So gesehen. Also eigentlich ist es kein Ramsch, sondern unnötige Ausrüstungsgegenstände. Oh ja. Das ist keine Rampe. Gott, ist die Musik laut, ja. Hallo? Also, auf den Ohren. Und nein, das war nicht ich, der etwas? Mikro Guten gehustet Tag. Hat. Es gibt Orte auf dieser Welt, an denen die Zeit spurlos vorbeigegangen ist. Es heißt, die Elemente würden dort in ihrer ursprünglichsten Form existieren. Logischerweise müsste auch der Glutstein dort dieselbe Energie in sich tragen. Wenn ihr eine Höhle findet, die die Zeit derselbe dergestellt überdauert hat, dann sucht nach einem Splitter urtümlicher Glutstein. Im Erfolgsfall bezahle ich euch mit Freuden für so ein seltenes Exemplar. Ja, da würden wir 100... Oh, der guckt grimmig, aber... Würden wir 120 Gold kriegen und eine Menge Erfahrung und... ein schönes Schwert. Sie haben eine Aufgabe erhalten. Was kann ich für Sie tun? Der Urrein in euch von... bla bla bla... ist faszinierend. Basis einer lebenslangen Forschungsarbeit... in... ja, schön. Habe ich jetzt das... Oh, mein Glück nicht. Weil diese Rune hier dürfen, diese Glyphe, also irgendwie auch eine Rune, so Glyphe ist gleich Rune für mich, finde ich jetzt, dürfen wir nicht verkaufen. Und ja, ich habe jetzt hier wieder so eine Karte, die werde ich alles, ja, werde ich irgendwann nochmal aktivieren, also irgendwie so Let's Nebenquest machen oder so. Ich weiß das nicht. Da werde ich dann auch noch die angefangenen, also ein paar Nebenquests machen. Und ja. Ich bin. Oh.
halt. Boah, das ging aber schnell. Oh, und ich habe schon ein neues Projekt gefunden. Wenn ich mit dem hier fertig bin, ja, ich freue mich schon drauf, weil es relativ neu ist, das Spiel. Also ich hoffe, dass ich es aufnehmen werden kann. Das werde ich dann morgen. Nee, das geht ja nicht. Ja. Holla, die Waldfee. Ich hoffe, das hört man nicht, weil es windet gerade sehr stark draußen. 1, 2, 1, 1, 1. Zack. Und das klatschen wir auch mal kurz weg. Ah, ja. Ach, im Übrigen. Diese Spinnennetze, die wir hier gerade eben waren. Ach, ich zeig's euch, wenn bei der nächsten Spinne, die hoffentlich kommen wird, und Flugviecher zerfledderter Laura. Also ich kenne zwar nur Laura's ab und keine Laureas, aber das ist dann wahrscheinlich die männliche Ausführung von einer Laura. Hier, diese Spinnennetze, die verlangsamen. Das ist gelegentlich sehr scheiße und fügen uns, glaub ich, auch ein bisschen Damage, machen die uns. Also wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, tut mir leid, aber ich bin... wie schon erwähnt, sehr müde. Tja, deshalb nutze ich auch wahrscheinlich nicht alle Attacken, die mir zur Verfügung stehen. Und oh, holla die Waldfee. Stürmt das ja richtig. Also, zum Thema Schlafen. Mir irgendwie in letzter Zeit vernachlässige ich das hier, weil immer ich irgendwie und ich drücke jetzt auch die falschen Tasten, ja, irgendwie mein Gepäck ist voll, mein Inventar ist voll, spät schlafen, also wirklich relativ spät. Und dann, ja, morgens dann immer früh aufstehen, gegen 6 oder teilweise noch früher. Mein Gepäck ist voll. Ein bisschen Stier. Mein Inventar ist voll. Für so einen Strang schmeiß ich sogar noch mal was raus. Fügt es den Start zu? Oh, ja. Krasse Sache. Jo, und folg uns mal. Oh, und also an dem Tag, das die Folge müsste glaube ich sogar am Samstag rauskommen oder am Sonntag, weiß ich gar nicht. Ja, zu dem Zeitpunkt, was soll ich sagen? Oh, nee, ich nehme nur 12 Minuten. Ja, ich mein Gepäck ist voll. Beende die Folge hier jetzt so, weil ich in der letzten Folge ein bisschen verpeilt war und dann ich wollte die FPS überprüfen und dann hier immer schön von Ecke zu Ecke schicken und dann verschwinden lassen, damit ich auch ein bisschen die FPS im Auge habe. So ungefähr. Zack, 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 zack. Und da habe ich es versehentlich die F... Also da muss ich auf die F11-Taste drücken und...
Ja, und direkt daneben liegt eben die das Teil, also F10. Ja, und damit beende ich die Aufnahme eigentlich so, also ja, und das war ein bisschen stier. Oh, sieht mehr antik aus. Und ja, demnach muss ich das zusammenschneiden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, demnach. Also, bis zum nächsten Mal. Wir hoffentlich wieder dabei sein, wenn's wenn ihr hoffentlich wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Torchlight 1. Danke fürs Zusehen und tschüss.